Ich begrüße Sie recht herzlich in meiner Geburtsstadt Heilbronn hier auf dem Marktplatz. Mein Name ist Wolfgang Kurz und ich bin Stadtführer in Heilbronn und möchte nun mit Ihnen über und um den Marktplatz gehen und Ihnen einiges über meine Heimatstadt erzählen. Aber beginnen wir mit einer Geschichte. Und zwar hier auf dem Rathausplatz haben die Heilbronner Kaufleute und Bürger schon Anfang des 14. Jahrhunderts begonnen, zu Wohlstand zu kommen und auch zu einem Ansehen. Und die Geschichte geht wie folgt. Die Heilbronner haben 1333 das Neckerprivileg erhalten. Sie durften also den Neckar drehen und wenden, wie sie wollten. Das hat Kaiser Ludwig der Bayer ihnen verliehen. Die Heilbronner brauchten es, damit sie die Stadt besser schützen konnten. Aber es hatte natürlich auch noch einen Nebeneffekt. Sie haben Wehre gebaut. Sie haben Wehre gebaut, den Neckar angestaut, um Mühlen zu bauen. Dies hatte den Hintergrund, dass die Schiffe nicht mehr durchfahren konnten. Also weder von Stuttgart nach Heidelberg noch umgekehrt konnten die Schiffe jetzt durchfahren. Sie mussten ihre Waren ausladen. Und jetzt kommen wir auf den Punkt. Diese Waren mussten hier auf dem Marktplatz beinahe 500 Jahre lang den Heilbronner Kaufleuten 48 Stunden angeboten werden. Oder gegen ein entsprechendes Abgeld durften sie sofort weiter transportiert werden. Und das war das sogenannte Stapelrecht, wo die Heilbronner auch verliehen bekommen haben. Ja? Und das war recht einträglich und hat natürlich auch die Stadt als wohlhabende Stadt über Jahrhunderte geprägt. Wenn wir jetzt an die Wehre denken, wo sie das Wasser angestaut haben, ja, das haben sie ja gebaut, um Mühlen dort anzusiedeln, um die Wasserkraft zu nutzen. Und auch wenn sie dort Mühlen installieren und bauen, dann gibt es Arbeitsplätze, dann gibt es Steuereinnahmen. Und Heilbronn hatte im 18. und sogar noch Anfang des 19. Jahrhunderts bis zu 27 Mühlen dort. Man sagte, Heilbronn sei das Liverpool von Deutschland. Aber natürlich hat auch der Marktplatz für mich einen ganz besonderen Punkt, wenn es um den Wein geht. Jedes Jahr ist in Heilbronn im September 11 Tage des Heilbronner Weindorf. In diesen 11 Tagen kommen beinahe eine Viertelmillion Menschen hierher, um nahezu 400 verschiedene Weine, Sekte, Proseccos zu probieren. Stellen Sie sich vor, hier sind überall Weinstände, ab und zu auch ein Stand, wo Sie was zu essen bekommen. Durch den Rathausinnenhof und rund um den Rathaus ist es angesiedelt. Eine ganz, ganz tolle Stimmung. Heilbronn gehört zu den schönsten Weindörfern in Deutschland. Wir Heilbronner sagen natürlich, es ist das Schönste in Deutschland und Sie sollten es unbedingt besuchen. Und Heilbronn hat ja auch eine unwahrscheinliche Weintradition. Wir sind ja die älteste Weinstadt in Württemberg. Wir haben eine Weinbautradition, die geht 1250 Jahre, sogar über 1250 Jahre zurück. Und wir haben noch innerhalb des Stadtgebietes, außen angesiedelt, wo die Hügel sind, haben wir im Stadtgebiet über 500 Hektar Rebfläche. Welche Stadt kann das von sich sagen? Das heißt, wir Heilbronner, egal wohin man schaut, wir haben immer irgendwo mit dem Wein zu tun. Und wenn wir in die heutige Zeit denken, dann haben wir natürlich auch jede Woche hier Markt. Hier werden regionale Produkte angeboten, immer Dienstag, Donnerstags und Samstags. Und es wird ganz toll von der Bevölkerung angenommen. Und lassen Sie mich über den Rathausplatz noch was ganz Persönliches sagen. Ich bin ja ein Freund von den südlichen Ländern. Und Heilbronn hat in den letzten 10 Jahren unwahrscheinlich viel hier getan am Marktplatz. Es sind auch nicht wenige Gaststätten hier angesiedelt.
Und man hat hier im Freien dann eine Bestuhlung. Und wenn die Bestuhlung hier auf dem Marktplatz in der vollen Pracht ist, dann ist es wie ein Charakter, wie so eine Piazza in Italien. Ja. Wenn Sie da sitzen, ja, da können Sie was Leckeres essen, da können Sie was trinken. Da haben Sie ein Glas Wein in der Hand. Da schauen Sie einfach nur rund um den Platz. Ich sage Ihnen, das ist wie Kino pur. Und das gehört nun mal auch zu einem Gesicht von einer Stadt. Aber jetzt lassen Sie mich mit Ihnen zusammen mal rund um den Marktplatz gehen. Doch halt, bevor wir um den Marktplatz gehen, wollen wir noch hier im Pflaster etwas anschauen. Wir stehen hier direkt vor den verschiedenen Namen, die hier im Pflaster eingebracht sind von den Partnerstädten von Heilbronn. Heilbronn hat eine lange Tradition mit ihren Partnerstädten und die längste Tradition ist die Stadt Béziers in Südfrankreich, die schon über viele Jahrzehnte geht. In England haben wir Stockport und Portalport, in Polen der Ort Słubice und in den alten bzw. in den heute, ja doch, in den neuen Bundesländern haben wir Frankfurt Oder. Und natürlich in der Schweiz Solothurn. Ganz neu ist und noch nicht hier verewigt, wir haben auch seit kurzer Zeit eine Partnerstadt in Russland. Wir stehen hier vor dem Robert-Meyer-Denkmal. Robert Meyer ist ein berühmter Sohn der Stadt. Er hat 1840 den Energieerhaltungssatz entdeckt und der sagt aus, ich sag's mal ganz einfach auf schwäbische Mundart, nichts verschwindet, alles taucht irgendwo wieder auf. Und jetzt gehen wir weiter und schauen uns diese Fassade an. Hier sehen Sie das Zehnderhaus, Zehnder am Markt, auch eine der wenigen alten Fassaden, die neu aufgebaut wurden. Die Fassade wurde im 18. Jahrhundert von der Senatorenwitwe Pfeil im barocken Stil errichtet und wieder aufgebaut und ist auch ein Schmuckstück hier im Ensemble vom Marktplatz. Und jetzt gehen wir weiter und schauen auf das höchste Gebäude. Ja, hier sehen Sie das höchste Bauwerk in der Innenstadt, die Kilianskirche. Sie war auch komplett zerstört, wurde über Jahrzehnte aufgebaut. Vom großen Turm konnte man einen großen Teil retten. Und die Besonderheit ist, was man hier sieht, wenn wir ganz hoch schauen, das Kilianzmännle. Der Turm trägt kein Kreuz, sondern es steht ein Stadtsoldat, der Richtung Speyer schaut, wo zu seiner Zeit der bischöfliche Herrscher über die Ländereien wohnte. Weil Heilbronn war ab 1371 Reichsstadt, nur dem Kaiser untertan und hatte daher seine eigene Gerichtsbarkeiten und konnte auch selbst vieles entscheiden. Und da sieht man, die Heilbronner haben mitentschieden und das Männle nach oben gestellt. Lassen Sie mich noch zwei Sätze zum Männle sagen, das gehört einfach dazu. In den 20er Jahren haben Handwerksgesellen dort einen Handstand vollbracht. Es war ein Wetteinsatz und 2001 hat es Eberhard Ginger, den ja viele kennen, der Ringweltmeister war und auch bei uns in der Region lebt, hat dort auch einen Handstand auf dem Männle gemacht. Natürlich mit Unterstützung und Absicherung von unserem technischen Hilfswerk und der Feuerwehr. Noch ein Satz zur Kilianskirche, was wenige wissen. Wir haben eine Brunnenstube unter dem Chor, das heißt die Quelle, wo den Brunnen, wo die Namensgebung ist für Heilbronn, speist. Diese Quelle speist auch das Taufbecken. Das heißt, unsere Kinder werden von fließendem Wasser in der Kirche getauft. Aber nun richten wir den Blick weiter hier auf diese alte aufgebaute Fassade mit dem Erker, das Kätchenhaus. Das Kätchenhaus hat den Namen nach dem Ritterspiel von Heinrich von Kleist, das Kätchen von Heilbronn. Und wenn Sie da hinschauen,
es könnte sich ja dort abgespielt haben. Aber wir in Heilbronn, bei uns lebt das Kätchen als Sympathieträger und als Botschafter. Jetzt möchte ich Sie einfach einladen. Besuchen Sie uns in Heilbronn. Meine Stadtführer, Kolleginnen und Kollegen und ich, wir freuen uns, Ihnen noch viele, viele andere schöne Teile unserer Stadt zu zeigen. Und dazu möchte ich Sie einladen und am besten bringen Sie Ihre Freunde noch mit. Vielen Dank.